Zur Sicherheit. Geht mal der Rückweg weg. Ernsthaft, ja. Genau, tötet ihn. So. Ork-Häuptling ist weg. Dann schaltet doch mal gleich seine beiden Anhängsel aus. Gut. Das heißt, wir haben den Raum schon mal erobert. Und zwergische Vorbilder. Dann als nächstes die Pflanzen. Oh, nicht mehr lang und wir können noch unseren letzten Forscher befördern. Ja, wir gehen langsam wieder auf den Punkt zu, wo unsere Forschungen aus uns ausgehen. So, Armee kommt wieder zurück. Hat Hunger, soll was essen, soll sich ausruhen. Den da wollte ich nicht platzieren. Hier wollte ich zwei platzieren. Und hier die drei. Vielleicht haben wir Glück und kriegen den Raum in der Aufnahmesession auch noch fertig. Da sind nämlich alle unsere Räume fertig. Naja, das Holz kommt rein. Gold kommt rein, wir haben Eisen, wir haben eigentlich alles Wichtige, was wir brauchen. Außer natürlich Obsidian und Titan und Drachenblut und Mauerstein. Aber ich wette, das finden wir da hier unten in den tiefer gelegenen Orten. Ich würde mich auf jeden Fall gerne noch hier reinbuddeln. In diesen Ort. Und ja, das hier unten lasse ich mal alles so, wie es ist. Den Ort hier oben würde ich gerne noch säubern und ausbeuten. Und ja, da oben sind noch riesige Räume. Wäre doch ein Grund, noch hier oben uns das hier alles anzuschauen. Noch ein Punkt für fortschrittliche Pflanzen. Oh, hi Gnome. Ich tue das nur ungern. Aber das Gold da, das kann ich nicht ignorieren. Tut mir wirklich leid. Weißt du was, ich bin sogar so freundlich. Na ganz toll. Fühlt sich meine Armee schon angesprochen hier? Noch nicht direkt.
Wie mache ich das am dürfsten? So vielleicht? Ja, so. Wobei das jetzt auch vollkommen unnötig war. Da er schon wieder nach oben ist in sein Reich. Mhm. Möchte ich mir den Ort hier angucken? Ja, komm, machen wir mal. So, verbesserte Pflanzen. Ach, und da kommen wir zurzeit gar nicht ran. So, jetzt kommen wir daran. Achso, Brücken hatte ich noch ausgewählt. So. Oh, ein kleiner Maulwurfshort. Nicht so wirklich interessant für uns. Also können wir ruhig da wieder weggehen. Ja, wie wir wirklich isolativ um diesen Raum hier rumgraben. Setze ich den mal so lang hier hin, da stört er nicht. Ja, ich denke, es wird auch hier mal Zeit. Mal gucken, wen ich da runterlocken kann. Bis jetzt niemanden. So, kommt jetzt jemand runter, wenn ich meine Armee direkt vor dem Eingang parke? Jo. Wir kriegen wenigstens den Ork isoliert. Genau, macht erst den Ork-Häuptling platt. Der da ist ja nämlich schon fast tot. Okay, ich sehe jetzt leider nicht. Okay. Gut, damit ist der Raum auch gesäubert. Achso, das sind nur die Gnome. Und wir können euch wieder... ...in die Trainingshalle schicken. Und euch hier rausholen. Das bisschen Silber da brauchen wir nicht. Wir können nämlich eher an das... ...Silber hier kommen. Ja.
Das wird nicht funktionieren. Eher auf dieser Seite, aber machen wir das nachher anders, wenn es soweit ist. Ja, von hier aus noch zu den Räumen und zu den Räumen. Na, eigentlich müsste das so möglich sein, ja. So, Fallverbesserung ist auch erforscht. Und ja, ich nehme mal an, danach geht es da irgendwo runter. Oh, hier gibt es noch etwas Eisen abzustauben. Gold und Steine. Und ja, die umliegenden Räume hier. Weil ich ja immer noch den Raum hier meide. Wir sind zwar bereits gut genug, einen Ork-Häuptling einigermaßen zu schlagen. Aber für den gelben Magier wird es wahrscheinlich noch nicht ausreichend sein. Ausgang für dich noch. Dann mache ich hier noch. Fertig. Jo. Dadurch wird der Raum auch langsam mal das, was er werden sollte. Ach nee, nicht schon wieder der Bug. Und ganz ehrlich, ich gebe mal ein bisschen Gold aus für ein bisschen Holz. Auch wenn es eigentlich blödsinnig ist. Egal, ich mache keinen Blödsinn. So, da müssen wir nur noch das da oben nämlich flicken. Und sind dann schon fertig mit dem Flicken. Merke ich gerade so. Da sehen nämlich all unsere Räume so aus, wie sie aussehen sollten. Jo. Gut, aber ich würde mal sagen, da die Zeit wieder abgelaufen ist, mache ich hier erst einmal einen Cut. Also speichere ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schöne Weihnachten und frohes neues Jahr noch. Na gut, Weihnachten wird wahrscheinlich vorbei sein, aber frohes neues Jahr. Bis dann.